So, zurück in Terranigma. Einen weiteren tollen Part. Oh, wie ist er nochmal? Greycliff oder so. Ich bin den Namen schon wieder vergessen. Naja, jedenfalls, wir haben die Greifenklaue. Und können damit auch zu neuen Bereichen vorklettern. Erdbeermaus, Axt paralysiert, ja bla bla bla. Weg mit dir. Ich muss gerade sagen. Oh, danke. Level 13 erreicht. KP, Stärke, Abwehr um 2. Und Glück. Wisst ihr, was ein bisschen nervt, ist tagsüber aufzunehmen. Vor allem, wenn es tagsüber im Elternhaus noch so lustige, ja, Background-Geräusche gibt, was auch noch dazu kommt. Deswegen kann ich den Wolf ganz gut verstehen. Dass ihn das manchmal echt in Rage treibt. Hier ist noch ein Kristall. Ja gut, ihr hört es wahrscheinlich nicht immer. Ich höre es gerade im Background. Und hoffe nicht, dass es mich jetzt stört. Wenn nicht ausgerechnet jetzt. Nicht ausgerechnet jetzt. Wo muss ich denn? Hab keine Ahnung. Ah, nice. Kristall. Schon sagen, ich komme nicht mehr runter, das wäre blöd gewesen. Wäre ich da jetzt nicht mehr runtergekommen? Ich frage mich, wie groß der Dungeon noch ist. Ich gehe mal hier hoch. Also spontan würde ich sagen, ich muss zur Spitze. Ein bisschen Kratos-like, was er hier macht. Also, so die Wände hochklettern mit diesen Klauen. Aber es ist eine geile Idee. Okay. Es geht immer höher hinauf. Wo führt mich das jetzt? Ich ahne nichts Gutes. Ich hab's doch gewusst. Ich hab es sowas von gewusst. Man konnte schon voraussehen, dass da irgendwas gleich kommen wird. Der Fulro Verstärkung. Wie viel Schaden das eigentlich? Das war schon. Das war schon? Ach, lange wartete ich auf diesen Augenblick. Alle Vögel sollen ihre natürliche Lebensform wieder erlangen. Doch bedenke, noch ist zu früh für die Wiederbelebung der Welt. Du musst für das Wachstum allen Lebens sorgen. Ist das genial? Oder ist das nicht genial? Das ist sowas von genial. Guckt euch das an. Ein Adler mit seinem Ei. Die Vögel scheinen zurückzukehren in diese Welt. Damit auch das Leben. Ach, es ist schön.
Sanktum. Die Vögel sind wieder da. Hallo? Na, das mit dem Ansprechen hackt hier ein bisschen. Jetzt geht's. Wenn ich meine Flügel ausbreiten und wegfliegen könne. Doch aus Orkania weht noch kein Lüftchen. Willkommen ins Paradies. Deine Anwesenheit ehrt uns. Der Wind scheint zu fehlen. Denn die Vögel können so nicht fliegen. Bisher war es der Wind, der uns den Zeitpunkt zum Aufbruch wies. Doch in diesem Jahr blieb der Wind aus. Okay, anscheinend müssen wir den Wind erst widerrufen, damit die Vögel fliegen können. Vielleicht weiß irgendjemand mehr. Dumbas Nest liegt auf dem höchsten Felsen. Ich glaube, das war, den wir gerade bekämpft haben. Komm, unser Paradies sein, wir sind nett uns. Okay, und du? Da komme ich gerade nicht ran. Orkania ist wahrscheinlich das nächste Ziel. Und by the way, schönes Areal habt ihr hier. Nördlich von hier liegt King's Nest. Dort liegen die Königsvögel. Wenn ich wieder geboren werde, möchte ich ein Königsvogel sein. Der sagt auch das Gleiche. Ich habe gerade das Fliegen. Ich bin leider noch nicht sehr gut. Ich denke, wir müssen nach Norden. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Falls wir da hinkommen. Hier geht's nicht lang. Das ist vielleicht weiter oben das Nest. Auf dem Berg. Ach so, kann er hochklettern. Ist das genial hier oben. Der Königsvögel bewohnen Nester in huffligen Höhen. Im höchsten Nest wohnt Dumba, unser König. Bei Illusion of Time, muss ich sagen, hat das Ansprechen ein bisschen besser geklappt. Hier ist es gerade ein bisschen an, ja, nicht ganz pralle mit der Detection. Naja, du hast unsere Lebensquelle wiedergegeben. Ich möchte dir im Namen aller Vögel danken. Danke. Gern geschehen. Oh, diese Grafik. Wunderschön. Das kann man einfach nicht mehr besser sagen als wunderschön. Ich habe Hunger, großen Hunger. Aber ich warte auf meine Mama. Ich bin brav. Bleib allein zu Hause. Das kann ich schon. Einst kamen Menschen und stahlen die Eier. Doch nun herrscht endlich Frieden. Wir haben keine Angst mehr davor. Ja, die Menschen mal wieder. Ich bleib allein zu Hause. Das kann ich schon. Wie Nomaden reisen wir durch die Welt, geleitet vom Wind. Doch nun scheint der Wind uns nicht mehr hold zu sein. Es ist furchtbar. Diese Vögel, also speziell diese hier, werden noch wichtig sein, später im Verlauf des Spiels. Wie kann ich dir helfen? Oh. Du hast viel Schönes für mich. Vor allem hast du eine neue Rüstung für mich. Viele sind da nicht mehr, die uns noch fehlen. Federanzug. Ziehen wir nochmal an. Ich denke mal, dort wird es zum König gehen. König Dumba. Und mit dem müssen wir anscheinend auch sprechen. Ich bin der König der Königsvögel. Man nennt mich Dumba. Hab Dank, du hast den Bann gebrochen, unsere Körper wiedergegeben. Doch noch ist nicht alles wieder beim Alten.
Nicht weit von hier liegt Orkania, die Windgrotte. Der Wind aus der Orkania geleitet uns in neue Länder. Doch dieses Jahr blickt der Wind aus. Wir machen uns Sorgen. Dann muss ich wahrscheinlich jetzt nach Orkania zur Windgrotte. Ich denke mal, den Dungeon können wir schon mal anfangen. In der Session jedoch werde ich ihn jetzt nicht mehr machen. Ich werde ihn jetzt bloß anfangen. Komme ich irgendwie runter? Ja, so. Ja, dann würde ich mal sagen, auf zu Orkania. Der Windgrotte. Wo kann die sein? Ich denke mal, hier war es nicht. Das war ein anderes Gebiet. Die Windgrotte muss hier irgendwo sein. Da komme ich nicht hin. Das war Gregliff. Wo ist die Windgrotte? Oder die ist weiter oben. Also hier irgendwo. Das kann auch... Moment, was hat der eigentlich zu sagen da? Oben. Ich würde mich gerne mal gerade mit der Eule sprechen, die ich gerade da drüben gesehen habe. Ach, schade. Komme ich nicht ran. Da komme ich nicht ran. Ja, anscheinend kommt man hier nicht überall hin. Oh, ist ja noch so ein... Willkommen beim Magier. Oh, geil. Kann ich bei dir mal einkaufen ein bisschen? Irgendwas, das ich noch nicht habe. Aber gut, hier habe ich schon alles. Du machst dich zu deiner Rechten. Erwacht über uns und beschützt uns vor Unheil. Auch wenn man es ihn nicht ansieht. Muss trotzdem König. Dumba muss irgendwas wissen. Dumba muss irgendwas wissen. Na, ich frag mal, wo die Grotte ist. Ah, okay. Einer von den Möwen. Einer von den Möwen. Du willst nach Orkania? Du willst nach Orkania? Kein Problem. Ich flieg dich ganz schnell dahin. Wie wär's? Orkania klingt aufregend. Fliegst du mich? Natürlich. Es geht gleich los. Halt dich fest. Tja, da fliegen wir mit dem Vogel dahin. Richtung Orkania. In die Windgrotte. Dreht erstmal extra Schleifen. Alles total still hier.
Stimme des Windes. Wer stört meinen Schlaf? Was? Ich höre Vögelgezwitscher. Ich spüre das Frühlingshauch. Endlich. Der lange, harte Winter ist vorbei. Ich weiß nicht, wer du bist, doch vielen Dank fürs Wecken. Ich werde sofort aufbrechen. Und der Wind weht wieder. Ja gut, hätten wir das auch geschafft. Dann gehen wir mal zum Möwe zurück und sprechen nochmal mit dem guten Dumba. Torlak, der Wind ist zurückgekehrt, endlich. Wir müssen los, lass uns dem König die frohe Kunde berichten. Und noch ein Freiflug. Ich denke mal, danach werde ich auch speichern. Das ist nämlich gerade eine recht gute Partzeit. Viel geschafft haben wir auch. Einen weiteren Dungeon. Und haben den Wind zurückgeholt. Dann bleibt nur eins. Auf zurück zum König. Vielleicht gibt er uns ja was. Mal schauen. Der Windswerder, die Zugvögel können wir losziehen. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Es ist der Windzauber. Er beschwört Vögel, die Krankheiten, Flüche heilen. Ich weiß leider noch nicht, wie man den Zauber einsetzt, aber ich denke mal, da werde ich mal Final zu Rate ziehen. Der kennt das Spiel ja ganz gut. Wenn du reisen möchtest, dann rede mit einem der Möwen. Oder mit der Möwe. Whatever. Das macht so einen Spaß. Aber gut, Leute, ich würde sagen, reisen. Machen wir im nächsten Part von Terranigma. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.